Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Ihren Lieblingssender eingeschaltet haben. Ja, also Millionen kennen seine Stimme. Er hat eine Freundin, die heißt Maria. Und er hat eine wunderbare Stimme. Und heute ist er hier, Markus Fahn. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir es doch geschafft haben, wir beide mal, dass wir mal so plauschen. Denn auch Sie wecken mich ja. Ich bin also ein bekennender Bayern 1-Hörer. Tut mir leid, dass ich Sie aus dem Bett schmeiße. Nein. Ich wollte gerade sagen, ich wache immer vorher auf. Ja? Okay. Und dann warte ich und dann kommt Markus Fahn am Morgen. Und dann stehen Sie aber sehr früh auf, weil das ist ja unsere Morgenhymne auf ja, Bayern total. 1. Sie läuft um kurz nach 5. Total. Das heißt, Sie sind Frühaufsteher. Ja, das ist ja schon ein richtiger, die Hymne ist ja ein richtiger Ohrwurm. Ja, die läuft jetzt, also die Sendung gibt es jetzt in der Form seit 4 Jahren und seitdem spielen wir die jeden Morgen um kurz nach 5 und hatten am Anfang haben wir gedacht, können wir das wirklich machen, dass man jeden Morgen immer um die gleiche Uhrzeit, ich meine, dauert nur eine Minute, ja. Aber so einen Show-Opener nennen wir das, so eine Sendungseröffnung spielen. Wie ist denn der entstanden? Haben Sie da mitgemischt? Oder ich habe am Text mitgemischt, musikalisch habe ich mich zurückgehalten, weil sonst könnte man sich nicht anhören. Ja. Und wir haben einen befreundeten Komponisten im Haus, der uns da ein bisschen unterstützt hat und dann hat unsere Produktionsabteilung, die für den Sound zuständig ist, da großartige Arbeit geleistet. Ja. Also wer es nicht kennt, morgens kurz 5 nach 5. Ja, kommt die immer. Also wie jeden Morgen. Ja. Ja, und höre ich mir an und dann gehe ich bei mir ins Bad, dann schalte ich da ein. Und Sie sind ja so jemand, der mit Ihrer Stimme, Sie haben eine wunderbare Stimme, also sonst würde es wahrscheinlich auch gar nicht gehen, aber Stimme ist ja auch Stimmung. Und wenn Sie jetzt mal, also ich hatte ja auch, ich mache ja viele Motivationen, also wenn ich jetzt irgendwie da mal so durchhängen würde, so, schau mal her, also Sie müssen ja schon auch immer wieder, sagen wir mal, gute Laune haben. Also ich glaube, das ist Grundvoraussetzung für einen Morgenmoderator. Also wenn man da jetzt grundsätzlich ein Miesepeter wäre oder ein Morgenmuffel, dann wäre es der falsche Job. Aber natürlich gibt es Tage, an denen man einen Durchhänger hat, an dem es einem nicht gut geht. Ja, entweder gesundheitlich oder weil privat oder irgendwas halt ist. Ich meine, man hat ja auch ein ganz normales Leben. Das Schöne am Radio ist natürlich, man sieht es halt nicht. Also selbst wenn ich jetzt völlig unrasiert und ungewaschen da irgendwie stehe, klingt die Stimme wie immer. Und was beim Radio natürlich immer hilft, ist, wenn man einfach beim Reden lächelt. Also egal, wie gut oder schlecht man drauf ist tatsächlich, das schafft einfach dann eine gute Atmosphäre. Aber ich sage jetzt mal an 85-90% der Tage ist es jetzt auch nicht so, dass ich mich da groß anstrengen muss, um irgendwie nett und freundlich zu klingen. Jetzt war ich ja mal vor vielen, vielen Jahren, also ich glaube vor 40 Jahren, war ich auch mal ein Mittagsmoderator und zwar hatte ich immer so 3 Minuten zum Thema Wirtschaft. Im Radio. Immer über Telefon, im Radio. Okay. Bei Radio Charivari, ja. Und da musste man ja immer, und einmal werde ich nie vergessen, das war so ein, so Weihnachten oder so, und ich war mittags, beim mittags weihnachtlichen Essen, habe so 2, 3 Gläser zu viel getrunken und dann war ich so gut drauf und dann wollte mein Kollege mich im Sender immer wieder rausschmeißen, aber es ging nicht. Wie wichtig ist denn da auch, sagen wir mal, die Logistik bei Ihrer Sendung? Also manchmal haben Sie ja, Sie können ja Menschen öffnen, das machen Sie wirklich gut. Und manchmal will der halt weiterreden, ja, und Sie merken, Mensch, jetzt muss ich meinen nächsten Song abdrücken, ja. Da müssen Sie ja irgendwie ein Aussteiger, weil Sie sind ja ein höflicher Mensch. Ja. Man hat schon so seine Strategien, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, ist das jetzt ein normaler Hörer, mit dem ich gerade über irgendein Thema spreche, oder ist es ein Prominenter, den ich im Interview habe, oder ist es vielleicht ein Kollege, der sich von der Börse oder sonst wo reinmeldet. Aber ich fange dann irgendwann an, lauter zu atmen, sodass der andere schon merkt, okay, der möchte jetzt vielleicht was sagen, wenn das nichts hilft, dann probiere ich es mit einem so. Und also, dass ich jetzt jemanden wirklich komplett unterbreche, das mache ich selten, aber ich sage jetzt mal, 95% der Menschen merken in dem Moment auch, ach, vielleicht möchte der andere jetzt auch mal kurz was sagen oder was fragen. Und also da finde ich, gibt es schon galante Lösungen, jemanden dann zu unterbrechen, wobei also zumindest bei Kollegen oder gerade auch jetzt bei Prominenten, die sind ja mittlerweile alle solche Medienprofis, sind die Antworten oft eher zu kurz als zu lang. Also das ist so mein Eindruck. Manchmal möchte aber bei Ihnen hört man nie so, also noch eine ganz letzte Frage. Sie dürfen noch ganz viele Fragen. Nein, ich meine ja jetzt so, wenn Sie jemanden interviewen, also noch ganz kurze Antwort, sondern Sie... Ach so, meinten Sie. Ja, genau.
Den Satz habe ich tatsächlich noch nie gesagt. Dieses letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort ist ja so, wobei das ist ja der Klassiker in Fernsehnachrichten, die ja vielleicht dann nur 10, 15 Minuten Zeit haben. Und wenn dann natürlich irgendjemand 2 Minuten antwortet auf eine Frage, in der dann es vielleicht auch 20 Sekunden getan hätten, wird es natürlich schwierig. Wir können ja immer noch mit der Musik spielen. Also wenn jetzt irgendwie wirklich ein Sendeplatz viel zu lang geworden ist oder irgendwas passiert, was jetzt vorher nicht geplant war, was tatsächlich selten vorkommt, kann man immer einen Titel weglassen oder einen kürzeren Titel spielen. Oder also da haben wir ja Gott sei Dank beim Radio die Spielmasse Musik. Mhm. Auch wenn ich mich bemühe, immer 6 Songs in der halben Stunde zu spielen, weil die Menschen ja Bayern 1 vor allem auch wegen der Musik einschalten. Also da sollte man sich jetzt als Moderator auch nicht zu viel Illusion hingeben, dass da jetzt jeder einem an den Lippen hängt, sondern man freut sich ja dann auch auf die Musik. So, Ihre wachen Sie übrigens ohne Wecker auf oder brauchen Sie Wecker? Teils, teils. Also ich hatte ja jetzt 3 Wochen Urlaub rund um Weihnachten und Silvester und im Moment habe ich leider das Thema, dass ich tatsächlich vor dem Wecker aufwache. Also ich habe so gerade so diese Schlafumstellung. So eine innere Uhr auch so ein bisschen. Ja, aber es ist eher gerade so diese Umstellung von, man hat jetzt mal ausgeschlafen, hat vielleicht auch mal genug Schlaf bekommen und jetzt wieder auf diese Frühschicht umzustellen. Aber ich sage jetzt mal, in 2, 3 Wochen brauche ich den Wecker wie jeder andere auch. Also ich habe noch nie verschlafen, Gott sei Dank. Aber ohne Wecker wird es, klar, also der klingelt um 3.40 Uhr, da wachen ja die wenigsten Menschen von alleine auf, außer man hat Durst. Jetzt sind Sie ja am Mikrofon immer sehr informiert, auch gebildet. Wie ziehen Sie sich das rein? Also Sie müssen ja da schon auch um 2 wahrscheinlich aufstehen und da mal googeln und mal schauen, was ist in der Welt los. Ja, also das tatsächlich mache ich dann erst im Sender. Also ich bin so. Aber Sie kriegen das dann vor auf dem Bildschirm oder so? Nein, also die Sendung ist grundsätzlich am Tag vorher geplant. Natürlich jetzt Dinge, die man vorab planen kann. Wenn wir jetzt wissen, was weiß ich, morgen spielen die Bayern in der Champions League, da wollen wir irgendwas vorher machen. Das kann man ja am Tag vorher vorbereiten, sich einlesen und so weiter. Und grundsätzlich, also ich bin so ein News-Junkie, ich schaue eigentlich zu viel und lese viel zu viel und habe deswegen, glaube ich, schon so eine grundsätzliche Ahnung von den meisten Themen, die jetzt in so einer Sendung vorkommen können. Und wir besprechen am Vortag dann, was machen wir denn am nächsten Morgen? Und dann kann ich mich ja tagsüber auch schon einlesen. Und wenn jetzt wirklich nachts was passiert oder morgens Tag ist, aktuell muss ich es während der Sendung machen, eben während die Musik läuft. Aber also es ist nicht so, dass ich jetzt um 2 aufstehe. Das wäre auch zu krass. Also wir haben die Sendung ist gut vorbereitet. Es gibt morgens auch noch immer einen Redakteur, der das mit mir zusammen macht. Wir haben eine Nachrichtenredaktion, die ja vor allem dann eben für die tagesaktuellen Nachrichten zuständig ist. Und alles, was wir darüber hinaus machen, das kriege ich dann auch so hin. Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Berufsbild. Also Sie sind ja wirklich, Sie wollten ja mit 4 Jahren, haben Sie mal gesagt, will Arzt werden oder so? Frauenarzt. Schön. aber dann haben Sie doch wirklich die klassische Laufbahn gemacht als Journalist. Also wirklich, das ist à la Bonheur. Also das muss man mal sagen. Sie haben da richtig, Sie haben so bei lokalen Radios, Sie waren bei Antenne Bayern. Sie waren also... Ich habe auch mal Zeitungen ausgetragen. Zeitungen, ja. Nee, aber also tatsächlich, ich habe irgendwie mit 11, 12 hatte ich so... kam mein Vater nach Hause und hat gesagt, es gibt so einen neuen Radiosender, das war damals eben Antenne Bayern. Und da war ich, das hat tatsächlich so damals mein Radiovirus, hat mich mit dem Radiovirus infiziert sozusagen. Und dann habe ich bei so einer kleinen Station bei uns, ich komme ja aus Franken ursprünglich, aus der Nähe von Nürnberg. Aber in Bonn geboren? In Bonn geboren, dann aber mit 3 Jahren nach Franken. Also ich bin zwar gebürtiger Nordrhein-Westfale, aber aufgewachsen und vom Herzen her Franke und Bayer. Meine Eltern kommen beide aus Oberbayern, also ich bin so ein bunter Mix. Können Sie ja bayerisch reden oder so? Ja, ich glaube, für jemanden, der nicht aus Bayern kommt, der wird merkt's. Sagen, ja, der redet bayerisch, aber für die Bayern ist es. Also ich habe so einen leichten Einschlag, aber Fränkisch geht natürlich schon. Ne? Geht schon. Also, Popmusik, Papagei, Braunwurst. Geht schon. Genau, dann habe ich bei so einem ganz kleinen Radiosender, wir hatten eigentlich mehr Mitarbeiter als Hörer, muss ich sagen, habe ich dann meine ersten mit 15, noch 15, 16, so gerade aus dem Stimmbruch raus, die ersten Sendungen moderiert und dann kam so eins zum anderen. Der Sender wurde dann aufgekauft von einem größeren Sender, dann war ich da, dann bin ich zur Ausbildung, zum Volontariat nach München, habe dann studiert und habe dann, dann bin ich so ein bisschen durch die Republik getingelt, Bayern 3, Sky, Norddeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk und ja, und jetzt, dann natürlich Fernsehen auch jetzt. Ja. Leute machen Sie. Ja. Leute heute, seit Sommer darf ich ab und an Leute heute im ZDF machen. Das war auch, also
habe ich mich sehr gefreut, als die Anfrage kam. Beschreiben Sie doch mal aus Ihrer Erfahrung, natürlich haben Sie mehr Rundfunkerfahrung, aber warum ist denn bei den meisten Menschen so Rundfunkjournale beliebter als Fernsehen? Sie meinen jetzt aus Machersicht oder aus Konsumentensicht? Überlasse ich Ihnen. Also tatsächlich habe ich, wenn ich jetzt mich mit anderen Moderatorinnen und Moderatoren austausche oder so in meinem Leben ausgetauscht habe, hatte ich immer das Gefühl, Fernsehen ist beliebter. Also ich glaube, weil das, weiß nicht, da ist, wird man gesehen und irgendwie wird erkannt. So. Ich finde es eigentlich ganz spannend oder fand es bisher ganz angenehm, dass man als Radiogesicht und als Radiomoderator völlig unerkannt im Normalfall durch die Welt laufen kann. Und einer ist von ganz vielen und zwar trotzdem natürlich diesen tollen Beruf hat und so ein bisschen da auch in der Öffentlichkeit steht und auch viel zurückbekommt von den Menschen, die einen hören, an Feedback und an netten E-Mails, natürlich auch an kritischen E-Mails. Aber da zieht man ja für sich auch was draus, wenn Menschen sagen, Mensch, ich freue mich immer, wenn ich dich morgens höre. Aber man hat nicht so dieses prominenten Dasein und kann nicht irgendwo ruhig im Café sitzen, ohne dass jemand kommt. Also ich glaube, dass das Leben von dem, weiß ich nicht, Thomas Gottschalk und Günther Jauch ja, vielleicht gar nicht so schön und einfach ist, wie man sich das jetzt vorstellt, wenn man es eben nicht selber erlebt. Aber man erkennt Sie ja vermutlich an Ihrer Stimme. Ja, also wenn ich dann gerade am Telefon, wenn ich irgendwo anrufe, Kundenservice oder so, und dann den Namen sage, dann kommt schon mal öfter die Frage, sind Sie der von Bayern 1? Und natürlich jetzt durch die sozialen Medien, durch Fernsehauftritte, durch die Tätigkeit beim ZDF, durch, keine Ahnung, wenn man jetzt auf bayern1.de geht, sieht man ja relativ schnell auch ein Foto von mir. Also so in den letzten Jahren ist es schon mehr geworden, seit so die sozialen Medien und das Internet dann wirklich massiv. Das wird auch noch mehr werden. Aber es, also das ist alles im Rahmen und hält sich in Grenzen. Und ich meine, ganz ehrlich, man freut sich ja auch, wenn jemand kommt und sagt irgendwie, ich kenne Sie. Wenn ich in bayerischen Landen bin, oder dann höre ich immer Sie, ja, jeden Morgen. Das ist für mich so fast wie ein Kult. Ja, also fahren das, weg das nicht. Das ehrt mich. Nein, ist so. Aber dennoch ist es so, man spürt bei Ihnen, Sie sind auch manchmal spontan. Wie wichtig ist denn das, dass Sie mal sagen, Sie machen ja wirklich auch manchmal so super Gags, wo man wirklich schon in der Früh einfach lachen muss, wo man, ja, oder Sie, oder zum Beispiel jetzt der Junge, der Ben. Ja, mit seinem Rätsel ist wahrscheinlich in Ihrem Kopf entstanden, oder? Also das ist tatsächlich in unserer Redaktionskonferenz. Aber ist ja ein Süßer. Der ist super süß. Das ist der Sieben ist der Sohn meiner Freundin. Der hat auch eine Megastimme. Gell? Der wird wahrscheinlich auch. Es gibt schon die ersten Anfragen in Richtung Synchron jetzt. Das glaube ich. Weil er das wirklich auch super macht. Und ich habe bei uns in der Konferenz eben mal erzählt, dass der zu Hause, und das stimmt wirklich, einfach gerne Flachwitze erzählt. Also wie es eben Kinder in dem Alter machen. Und dann kam ein Kollege auf die Idee und hat gesagt, lass uns doch an Weihnachten oder vor Weihnachten im Advent so einen Adventskalender machen, wo Ben jeden Tag einen Flachwitz erzählt. Und das haben wir dann gemacht, kam auch wirklich super an. Aber tatsächlich, solche Dinge entstehen bei uns meistens in Redaktionskonferenzen, wo dann eben mehrere Leute teilnehmen. Also bei Weitem nicht alles, was in dieser Sendung passiert, ist irgendwie auf meinem Mist gewachsen. Klar, weil Sie jetzt nach der Spontanität gefragt haben. Also ich glaube, wenn man nicht spontan auf Situationen reagieren kann, ist man als Moderator fehl am Platze, weil man ja nie weiß, was der Gegenüber als nächstes sagt, ob in der Sendung irgendwie eine technische Panne passiert, was für Antworten kommen in dem Gespräch so. Aber ich glaube, das kann man sich auch nicht antrainieren. Das hat man oder man hat es nicht. Aber Sie haben so, ich muss überlegen, Sie haben so was Freches, verkehrt, aber Sie haben so etwas Prickelndes. Sie können einfach mal so mit einem Wort können Sie wahrscheinlich tausende Menschen irgendwie zu guter Laune verhelfen. Also es ist schön, wenn Sie so empfinden. Bin mir sicher. Da sind sicherlich auch Situationen oder Gags oder Sprüche dabei, die spontan entstehen. Ja, klar. Manche überlegt man sich natürlich auch vorher. Gerade, wir hatten ja vorhin die Vorbereitung der Sendung, wenn man dann weiß, okay, wir sprechen jetzt über das und das Thema. Also zum Beispiel heute, egal ob der Gag jetzt gut war oder nicht, aber wir hatten heute die Geschichte, dass die Apothekenumschau jetzt zum 66. Jubiläum eine Ausgabe als Bravo macht, weil es ja immer heißt, das ist die Rentner-Bravo. Dr. Sommer war heute. Genau, das ist Dr. Sommer. Und dann habe ich halt heute Morgen gesagt, ich finde, in der Rentner-Bravo müsste dann statt Dr. Sommer Dr. Zweiter Frühling vorkommen. Sowas kann man sich natürlich vorher überlegen, weil ich weiß, okay, wir sprechen jetzt am nächsten Morgen über die Rentner-Bravo. Aber natürlich kommen solche Dinge auch manchmal spontan und manche gehen auch in die Hose. Also, aber wie... Ich meine, wir kennen ja beide den Bayerischen Rundfunk, ja, der ist ja doch sehr konservativ.
Ich glaube, Sie, wie soll ich das sagen, Sie werden noch viel besser, wenn Sie mal von der Leine gelassen werden dürfen. Ah, das glaube ich tatsächlich nicht. Also es ist jetzt, also tatsächlich, ich hatte im BR, es ist übrigens auch ein Vorurteil, dass das immer noch so ist, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren war. Nee, ich weiß, es ist schon viel besser jetzt, auch mit der neuen Intendantin und so. Ja, das ist, ja, also ganz toll. Grundsätzlich, ich hatte da noch nie irgendeine Thematik, dass ich mal irgendwo... angeeckt. Ja, oder in den Rundfunk geraten musste oder dass mein Chef irgendwie sich irgendwo für mich rechtfertigen musste, weil ich schon... also grundsätzlich von der Person jemand bin, der Grenzen nicht gerne überschreitet. Also ich versuche niemanden, hat und ja, so. Und ich versuche auch niemanden zu beleidigen oder durch den Dreck zu ziehen. Oder also ich glaube, ich weiß schon, was man sagen kann und was nicht. Und ich würde aber auch von mir behaupten, dass ich das in meinem privaten Leben so handhabe. Also sprich, ich muss mich da jetzt nicht zügeln on air. Oder verstecken. Verstellen. So. Insofern besteht da bei mir, glaube ich, relativ wenig Gefahr, dass, wenn man mich von der Leine ließe, oder da gibt es ja keine Leine, aber dass dann irgendwas bei rumkäme. Also ich bin nicht Harald Schmidt oder so oder Stefan Raab früher. Das hat seine Berechtigung und ich habe das auch immer gerne geguckt und schätze beide Kollegen tatsächlich auch sehr. Aber ich bin ein anderer Typ Moderator und ich glaube, in einem Programm wie Bayern 1 für erwachsene Menschen, die jetzt auch keinen Halligalli-Drecksau möchten, da bin ich, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Aber das sieht man ja auch, sagen wir mal, in Ihrer Ausbildung, das Elternhaus, das spielt ja alles so doch rein. Heute früh war eine junge Fußballerin, die Mannschaft hat 259 Gegentore kassiert in einem Jahr. Und was ja stark war, auch dieses Selbstkritische, wo Sie gesagt haben, was waren so das Höchste, wo Sie verloren, sagt sie 30-0, sagen, ich habe auch mal 28-0 verloren. Aber ich auch mal 16-0 gegen den Franz Beckenbauer. Ich habe bei Bayern gespielt. Sie können sagen, Sie haben gegen Franz Beckenbauer verloren, bei mir war es irgendwie... Aber ich habe nicht einen, weiß ich heute noch, was war das, Sonderjugend, ich habe nicht einen Ballkontakt gehabt in dem Spiel. Das gibt es auch. Ich weiß nicht mehr, wie viele Ballkontakte es bei mir waren, aber tatsächlich, also als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, ich spiele heute noch wirklich, also man soll es ja irgendwann dann im Alter lassen, aber es ist einfach so eine Leidenschaft, die einen nicht loslässt. Und in unserer ersten Saison, damals so mit 7-8, haben wir wirklich jedes Spiel verloren und die höchste Niederlage war eben 0-28 oder 0-29 und das ist mir dann heute Morgen eben eingefallen, als diese Frau von ihrer, wir haben ja quasi Bayerns schlechteste Fußballmannschaft gesucht und die hatten eben 259 Gegentore in einer Saison und da finde ich es aber dann auch, ja, menschlich nett und macht mich ja auch nahbar, wenn ich sage, ey, mir ist es mal genauso gegangen. Also warum soll ich das nicht erzählen? Das ist ja auch lustig. Das ist ja Sympathiewellen. Ja, aber das ist ja auch nichts, wofür man sich schämen muss. Überhaupt nicht. Außer man ist Bayern-Profi und verliert 0-28. Das wäre dann der andere Geschichte. Jetzt machen wir einen kurzen Break und dann reden wir mal über die Super Bayern. Sehr gerne. Okay. Liebe Zuschauer, wir sind gleich wieder drauf. Diesmal mit der Stimme Bayerns, mit Markus Fahn. Ja, liebe Zuschauer, jeden Morgen erreicht er mit seiner Sendung von 5 bis 9 Uhr bis zu 1,5 Millionen Zuhörer. Endlich sehen wir ihn auch mal bei München TV. Ein hübscher Moderator. Dankeschön. Ich denke, die Damen werden auch ab und zu mal, ich habe einmal so gegoogelt bei Ihnen, da kommen ja schon tolle Kommentare, gell? Haben Sie auch schon Heiratsanträge abwehren müssen, oder? Nein, tatsächlich. Also das ist alles, ich freue mich auch immer, gerade wenn man jetzt auf Facebook oder Instagram was postet, tatsächlich schreiben da viele Menschen viele nette Sachen. Das sind dann so die angenehmen Seiten des Berufs. Ja. Aber das ist alles im Rahmen. Also da gab es noch keine, wie auch immer, gearteten Übergriffe. Jetzt haben wir die drei Spitzenpolitiker hier. Ja? Ja. Also Markus Söder, Edmund Stoiber und Hubert Aiwanger. Wer kam denn auf die? War das Wolfgang Krebs? Ja, also das ist ja eine tägliche Comedy, die bei uns läuft, immer um 10 vor 8 morgens, mit dem, wie ich tatsächlich finde, genialen Wolfgang Krebs, der ja, ich glaube, jeden Ministerpräsidenten, den wir in Bayern jemals hatten, dem FF nachmachen kann. Also auch andere Politiker. Ja. Und wir hatten den Wolfgang immer mal so sporadisch in der Sendung, meistens als Stoiber damals noch, als der noch ein bisschen aktiver war.
und haben dann irgendwann mal uns überlegt, wir würden gerne eine neue, wirklich tägliche Comedy-Serie machen. Und dann kam das auch in so einer Sitzung, in so einer größeren, da war der Wolfgang dabei, da war unser Comedy-Chef mit dabei, ich war dabei, noch ein paar Kollegen. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen und haben gesagt, ja, irgendwie vielleicht können wir ja den Politikern immer eine Frage stellen morgens und dann antwortet er quasi als Stoiber, Söder und Aiwanger. Und dann kamen wir da irgendwie auf die Super Bayern, was ja bei Herrn Söder so vom Auftritt oder vom vielleicht auch Selbstbild ja ganz gut passt, so als kleine Spitze. Und die läuft jetzt seit, ja, glaube auch schon 3-4 Jahre sehr erfolgreich auch. Und ich freue mich wirklich jeden Morgen, wenn ich die drei höre. Ja, ich auch. Also oder den einen als die drei. Und höre, wer stellt immer die Fragen auf? Die versuchen wir uns tatsächlich gemeinsam zu überlegen. Da gucken wir natürlich auch, was ist denn an dem Tag? Gibt es irgendein Thema, das gerade so ein bisschen auf der Straße liegt? Oder hat jemand Geburtstag oder ist irgendein Jubiläum? Und das besprechen wir dann auch in unseren Konferenzen. Vielleicht fragen Sie auch mal oder schlagen Sie mal der Redaktion vor, ob der Ministerpräsident sich selbst liebt. Also zumindest einem der dreien wird da, glaube ich, was einfallen. Genau. Jetzt kommen wir doch nochmal, Sie haben ja auch, wenn Sie am Mikrofon sind, haben Sie ja auch eine große Verantwortung. Sie haben ja nicht nur jetzt lustige Sachen in der Sendung, sondern Sie haben politische Themen, Sie haben die Pandemie jeden Tag am Mikrofon. Ja. Sie spüren es selber, Sie sind ja auch jemand, der sehr bewusst auch die Dinge wirklich ausführt, ich genauso oder wir hier auch. Aber das ist ja auch ein ganz verantwortungsvoller Beruf. Ja. Ja? Also wenn Sie jetzt, es passiert Flugzeugabsturz oder was immer, das sind Sie ja der Erste im Sender, der die Nachricht verkündet. Ja? Da ist es ja auch wichtig, dass man mit der Stimme auch das rüberbringt, was man fühlt. Das merkt man bei Ihnen. Ja. Das merkt man bei Ihnen. Finde ich schön, dass Sie es so wahrnehmen, weil ich glaube, dass es auch so ist. Und ich, also natürlich, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ist man betroffen. Und ist es zwar ein schmaler Grat zwischen Betroffenheit und übertriebener Betroffenheit und oh mein Gott, es ist alles so furchtbar, aber ich versuche da einfach ja, so zu sein, wie ich bin, so die Stimmung rüberzubringen, die ich bei dieser Nachricht empfinde. Natürlich muss ich das dann in den Infokontext einordnen, aber ich kann natürlich eine Nachricht über einen, wenn Sie es jetzt sagen, Flugzeugabsturz oder über irgendwelche schlimmen Entwicklungen in der Pandemie, erzähle ich logischerweise anders, als wenn irgendwo eine nette Geschichte passiert, weil ich die natürlich dann selber auch nett finde und dann eben so versuche, die so rüberzubringen. Ja. Was ich auch so schön finde, dieses Gefühl, wie Sie sich jetzt zum Beispiel mit Christoph Wörst verstehen. Unserem Nachrichtenmann. Ja? Ja. Also Sie moderieren den ja so immer ein bisschen an und der nimmt es gleich so richtig auf, wo man merkt, die beiden sind irgendwie ein Team. Ja, das ist tatsächlich, also das hat viel mit Chemie zu tun. Also das kann man jetzt auch nicht. Man. Genau, das ist halt, mit manchen Leuten hat man die Chemie, mit anderen hat man sie nicht. Aber nicht so. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die so in diesem, man frotzelt sich jetzt so ein bisschen an oder übergibt sich so ein bisschen lockerer, die damit nichts anfangen können. Da lässt man das dann natürlich, aber der Christoph weiß, wie ich ticke, ich weiß, wie der Christoph tickt und wir wissen mittlerweile, wir machen es ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren zusammen und wenn man sich dann jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe sieht und da gemeinsam die Sendung macht, lernt man sich ja auch kennen und weiß schon, wie tickt der, was kann ich dem hinwerfen, wo kommt vielleicht was zurück. Und das, ja, es sind tatsächlich so diese Momente, wenn man dann mit seinem Nachrichtenmann in so einen kleinen Dialog geht, die ich immer sehr erfrischend finde und die auch tatsächlich wirklich oft sehr, sehr spontan entstehen, wo es dann natürlich auch wichtig ist, zu wissen, vor welchen Themen kann ich das machen, weil ich kann nicht irgendwie rumwitzeln und danach sagen, so, und jetzt haben wir übrigens 1000 Corona-Tote. Christoph, erzähl mal die neuesten Nachrichten. Also da braucht man dann natürlich auch ein Gespür, an welcher Stelle so eine Frotzelei gut ist. Sie haben ja so irgendwie eine Stimme, die sympathisch ist, vielleicht nicht so jetzt wie Uwe Erdelt. Ja. Aber ein bisschen tiefer. Ja. Aber die Stimme ist ja auch Ihr Kapital. Ja. Wie pflegen Sie denn die Stimme? Also tatsächlich eigentlich
gar nicht, muss ich sagen. Aber auch Sie werden ja mal irgendwo mal ein bisschen heiser sein, oder? Ja gut, wenn ich jetzt irgendwas habe, Gott sei Dank, in den letzten zwei Jahren. Muss man auch aufpassen, muss man auch. Ja, ja, klar. Also ich meine... immer Rollkragenpulli oder Schal. genau. Also natürlich trinke ich mal einen Salbeitee oder nehme irgendwelche Bonbons, von denen ich weiß, die sind jetzt gut für die Stimme. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche speziellen Übungen mache oder irgendwelche Geheimmittelchen nehme. Aber weil Sie sagen, Kapital, ich hatte mit 1999, also mit 23, da war ich schon beim Radio, hatte ich eine Schilddrüsenoperation. Oh. Und da wurde mir davor gesagt, ja, also es kommt ganz, ganz selten vor, aber es kann sein, dass wir den Stimmbandnerv treffen. Und da hatte ich natürlich mega Schiss, weil, ja, also, und auch das Erste, was ich dann nach dem Aufwachen gemacht habe, war so, ist sie ja, noch klar. Da und so. Also das sind dann so Situationen, in denen man, ähnlich wie ein Fußballer, wenn der sich irgendwie das Kreuzband reißt, ist natürlich dann schwierig. Aber ansonsten, ja, ich schreie nicht groß rum, aber wobei, es gibt ja dieses Blubbern, kennen Sie das? Blubbern? Ja. Nee. Also wenn man Stimme so ein bisschen kratzt, da gibt es so ein Röhrchen und dann blubbert man im Wasser. Okay. Ich kann Ihnen das nach der Sendung mal zeigen, weil ich brauche auch ab und zu die Stimmung. Nee, das ist wirklich, das okay. hilft. Weil da durch die Stimmlappen werden dann fit gemacht. Hat sich der Besuch schon gelohnt? Ja, ja, genau. Jetzt lassen wir uns doch nochmal so diese Welt, die Sie ja im Grunde, Sie haben ja auch internationale Nachrichten. Ich habe in Vorbereitung für die Sendung, habe ich Sie mal gegoogelt, da haben Sie ein super Interview gemacht mit Bon Jovi. Aber mega auf Augenhöhe, also der, habe ich mal gesagt, Markus. Ja, der ist natürlich sehr professionell. Ne? Aber er ist, also Sie waren das auch. Also Sie waren richtig, richtig gut. Ich gehe nachher 10 cm größer raus, als ich reingekommen bin. Ich darf das ja sagen, weil ich habe mir das angeguckt. Erstmal sprechen Sie super Englisch. Das ist schon mal überraschend. Englisch-Leistungskurs hat er. Ja, das merkt man. Also das merkt man. Aber Sie haben ihn so richtig auf Augenhöhe so, der war locker, der war frei. Der saß wahrscheinlich irgendwo in Kalifornien. Ja, also der saß bei sich zu Hause, ich glaube in New Jersey oder so. New Jersey. Und das war mein allererstes Skype-Interview oder das erste Video-Interview. War so in der Mitte 2020, glaube ich. Also so erste Corona-Hochphase. Und da hatten wir ja auch keine Interviews mehr face-to-face, sondern eben über Videochat. Das war ganz spannend, ja. Und ich bin von diversen Frauen aus meinem Umfeld angesprochen worden, wie er denn so ist. Und manche Menschen denken ja, okay, man redet dann irgendwie vor nach dem Interview noch stundenlang privat, letztendlich, der wird da draufgeschaltet von seinem Management und dann geht's Interview los. Und dann ist er weg. Wenn man sagt, also thanks Bon Jovi, dann sagt er noch bye Marcus und dann ist er weg irgendwie. Aber der war tatsächlich sehr, sehr, ja, wie Sie sagen, ich fand es auch auf Augenhöhe sehr, sehr normal und sehr umgänglich. Ja, so eher so ein bisschen ruhig, so ist er wahrscheinlich auch. Aber wenn er so an der Gitarre steht, oder dann ist er anders. Jetzt lassen Sie uns doch mal zu meinem Lieblingssänger da kommen. Das ist einfach Bayern 1. Ja? Wahrscheinlich auch. Sie haben ja schon auch eine gewisse Altersgruppe. Also so Teenies haben Sie wahrscheinlich nicht so, oder? Ja, also wir freuen uns über jeden, der einschaltet. Und tatsächlich werden es auch immer mehr Jüngere. Also jetzt wirklich so, gut, Teenager, Alter, die hören vielleicht mit ihren Eltern dann. Aber wir haben auch schon einige, die so zwischen 20 und 30 sind. Ah, ja. Aber ich sag mal, der Kern fängt so ab 45 an. Und dann ist nach oben ist die Skala offen. Also... Aber sag mal, das Musikrepertoire, das Sie also beherrschen müssen. Sie müssen ja schon die Titel. Kenne ich alle noch, Die kennen Sie, oder? Ja, ja. Also tatsächlich, weil ich tatsächlich mit dieser Musik, also gerade so Beatles ist ja. Ja, es ist ja Ihr Lieblings. Ja. Jeder Morgen, an dem die Beatles laufen, ist ein guter Morgen. Ist Ihr Spruch, aber der kommt von Ihnen. Ich bin halt tatsächlich mit den Schallplatten damals von meinen Eltern sozialisiert worden. Ja, und hatte auch, als ich so 10, 12, 13 war, gab es ja dann diese ersten Sampler und so, da hatte ich irgendwie Best of 70er und 80er und das sind natürlich jetzt zum Großteil die Songs, die bei uns jetzt auch laufen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da tun muss, als würde mir die Musik gefallen oder als könnte ich damit was anfangen. Natürlich höre ich auch Dinge, die jetzt auf Bayern 1 nicht laufen und mir gefällt jetzt auch nicht jeder Song, der bei uns läuft, aber das muss er ja auch nicht. Das muss ja den Menschen gefallen, aber ich sage jetzt mal zu 80-90% ist das... Also bei uns zu Hause läuft auch Bayern 1. Ist jetzt nicht so, wunderbar. Also Haussender. Genau. Ja. Jetzt, Sie teasern ja auch an, das ist ja auch wichtig. Sie sagen ja, also ja, so in 3 Minuten oder in 10 Minuten kommt das. Das ist ja auch so Hörerbindung, das ist ja auch wichtig. Ja? Ja, also der Vertriebsaspekt, den darf man ja nicht unterschätzen, oder?
Nein, natürlich möchte man ja auch, dass Menschen, die einen einschalten, dann auch länger hören und, ja. Und vor allem auch, dass sie das, was man da macht, interessant finden. Und wir haben wirklich jeden Tag lange Diskussionen über, welches Thema machen wir, wie machen wir es, in welcher Art, in welcher Länge und so weiter. Und wenn wir uns dann für Themen entscheiden, dann sind wir zusammen als Redaktion der Meinung, das ist wichtig. Und natürlich möchte ich dann vorher auch darauf hinweisen. Und wenn ich irgendwie sage, in 10 Minuten sagen wir Ihnen, welche Schnelltests was taugen und welche nicht, so wie jetzt heute Morgen, dann klar hoffe ich, dass ich dadurch ein paar Menschen, die jetzt vielleicht noch kurz, bevor sie ins Bad gehen, ausgemacht hätten, dann einfach dranbleiben. Also das ist ja journalistisches Handwerk. Sie sind ja, wenn Sie jemanden interviewen, leben Sie ja von guten Fragen. Oder von guten Antworten. Oder von guten Antworten, ja. Aber es gibt ja keine dummen Fragen. Ja. Sagt man so. Aber wie wichtig ist denn das, wenn Sie jetzt jemanden haben, der einfach mal einen Hänger hat? Also ich habe mein Beispiel. Ich habe mal, ich sage jetzt mal, einen sehr berühmten Fußballer interviewt und der hat immer gesagt, genau. Also eigentlich meine Frage, hat er gesagt, genau. Ja. Und als einziges oder als Einleitung? Nee, immer, der hat immer gesagt, genau. Also ich habe irgendwie so, also den kennen Sie auch, aber wir konnten die Sendung dann nicht. Ja gut, dann wird es natürlich schwierig, dass man da ein gehaltvolles Interview führt. Aber man braucht ja immer so ein paar Reservefragen. Ja, also wenn ich jetzt Interviews führe mit Prominenten oder eben inhaltliche Interviews, schaue ich schon, dass ich mich wirklich gut vorbereite, sodass ich eben auf alle Eventualitäten auch vorbereitet bin. Und je nachdem, in welche Ecke jetzt dieses Interview geht oder in welche Richtung der vielleicht auch von den Fragen her oder von den Antworten her abdriftet, dass ich weiß, worum geht es da, kann ich den irgendwo wieder oder sie wieder reinholen. So. Also da, finde ich, macht Vorbereitung alles aus. Sie sind ja auch top vorbereitet auf dieses Interview. Ich finde, wenn man jetzt mit einem Hörer spricht und man merkt, der ist aufgeregt oder der hat eben einen Hänger, weil er auch die Situation nicht kennt, jetzt im Radio zu sprechen, so, da ist es dann meine Aufgabe als Moderator, den dann da einfach weiter durchzuführen und eben ihm ja, die Aufregung zu nehmen und ihm diese Situation angenehm zu machen. Aber also wenn mir jetzt einer blöd käme und auf jede Frage nur mit genau antwortet, würde ich wahrscheinlich nach der 5., 6. Antwort auch sagen, gut, dann lassen wir es jetzt vielleicht auch gut sein, weil also, da hat man ja dann doch so viel Routine, dann irgendwann zu entscheiden, okay, das bringt ja jetzt gar niemanden. Naja. Versprecher sind bei Ihnen also Mangelware. Ja, meine Kollegin oder und Kollegen sagen so eine Taste, wo sie da mal. Nee, tatsächlich. ich glaube, dadurch, dass ich viel wirklich vorbereite und auch vieles aufschreibe, vielleicht kommen da nicht so viele Versprecher ums Eck. Die Kollegen beschweren sich auch immer, dass es für diese Jahresrückblicke, in denen man dann die größten Pannen nochmal Revue passieren lässt, da kam sie nicht vor. Kaum Material gibt. Irgendwie. Aber ich habe mal Kenny Loggins, den 80er-Star als Kenny Leggins anmoderiert. Das ist so. Und also meine größte Panne tatsächlich, wobei die nicht auf Sendung war, sondern nach einem Interview. Ich habe unseren Ministerpräsidenten, also in dem Fall den echten Markus Söder, kurz vor Ende des Interviews aus der Telefonleitung gekickt, unabsichtlich. Also der war noch im Reden und wir hatten das Interview aber eigentlich für On-Air schon beendet und er hatte dann irgendwie gesagt, noch eine Frage. Und ich war aber schon quasi so kurz vor dem Auflegknopf und bin dann irgendwie gezuckt und mitten im Satz, ohne dass ich irgendwie ihn verabschiedet hätte, es war am Tag nach seiner Wahl, habe ich ihn aus der Leitung gekickt. Haben Sie ihn dann nochmal angerufen, oder? Wir haben über den Pressesprecher habe ich dann ausrichten lassen, dass es keine Absicht war. Das hätte er nicht so gerne. Also er war danach noch ein paar Mal zum Interview da, insofern glaube ich, er hat es überwunden. Herr Fahn, was sind Sie für ein Mensch? Oh, das ist die schwerste Frage bisher. Was bin ich für ein Mensch? Also es wird mir nachgesagt, ich sei recht empathisch. Ich glaube, ich bin sehr nachdenklich auch. Also ich mache wirklich über viele Sachen Gedanken, teilweise auch zu viele Gedanken. Ich bin kein Morgenmuffel. Aber ich glaube so, ja, nachdenklich, ruhig. Also ich bin, glaube ich, im echten Leben auch ruhiger, als ich es vielleicht manchmal in der Sendung bin. Also vielleicht zeige ich da eine Seite oder kompensiere irgendeine Seite, die ich jetzt so im Privaten gar nicht so auslebe. Ich würde mich tatsächlich auch als relativ normal beschreiben. Also ich führe ein sehr normales Leben,
Erst einmal geboren. Ja, ein Stier. Stier. Auch wenn ich auf diese, ja, auf die Sternzeichen gar nicht Stiere, so aber bei uns sind alle Stiere. Meine Mama ist Stier, meine Schwester ist Stier, diverse alle. Cousinen und Tanten. Aber das funktioniert, oder? Ja, ja. Also ja. Ich glaube, es ist nicht schlimmer als in anderen Familien. Naja, naja. Wenn Sie so weitermachen, dann wird ja noch mehr passieren. Haben Sie da so persönlich irgendwie, wo Sie sagen, das könnte ich mir jetzt noch gut vorstellen? Weil Sie sind ja auch ein gut aussehender Herr. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Fernsehen öfters mal anklopft bei Ihnen. Auch in anderen Themen, weil Sie sind ja doch, also ich sage immer, wenn man heute irgendwie uninformiert in dieser Welt aufschlägt, ist schwierig. Das ist schwierig. Ja. Das ist wirklich gibt's schwierig. Leider immer öfter. Ja, also man muss sich heute schon, ob man will oder nicht, aninformieren, jeden Tag. Also, und wenn's, also gerade jetzt auch in unserem Job, weil... Ja klar, da hilft auch manchmal die Bild. Also Bild-Zeitung ist... Ja, ist jetzt nicht mein bevorzugter. Man kriegt schnell Infos, aber man muss sie auch schnell dann überprüfen oder in Frage stellen. Das ist richtig. Aber das muss man ja grundsätzlich. Also richtig, ja, aber logischerweise hat man schon mit den Headlines, hat man schon irgendwie Themen, die mehr Menschen offensichtlich auch kennen dann an dem Tag. Ja? Sie schaffen es oft, Themen zu setzen oder aufzuspüren, die, sagen wir mal, ich glaube jetzt auch nicht bei allen Menschen, aber bei schon einer großen Masse irgendwas anrühren. Da ist natürlich dann immer die Frage, möchte man sich in diesen Zug setzen oder da mitfahren oder nicht. Aber um auf die Frage zurückzukommen mit den Zielen, ich hatte das tatsächlich relativ lang. Also da war ich auch so ein bisschen getrieben, habe dann auch die Sender relativ oft gewechselt und irgendwie wollte unbedingt zum Fernsehen. Und dann war ich irgendwie jahrelang bei Sky und dann fand ich auch super. Und als das dann vorbei war, war es aber auch okay. Und tatsächlich, also ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich mache. Also gerade mit der Morgensendung also auf Bayern 1. Das ist ein Traumjob. Und also, jetzt kam ja also wirklich durch einen Zufall noch eben so ein bisschen ZDF dazu. Da mache ich ja sozusagen die Urlaubs- und Krankheitsvertretung für die Karin Webb bei Leute heute. Und damit bin ich auch wirklich gut ausgelastet. Und ob da jetzt irgendwann nochmal was anderes kommt, also wirklich, das ist jetzt auch kein Kokettieren, da mache ich mir keine Gedanken. Und wenn ich irgendwann feststellen sollte, was ich nicht hoffe, aber wenn ich irgendwann feststellen sollte, mich füllt das, was ich mache, nicht mehr aus oder ich bin da unglücklich oder wie auch immer, dann mache ich mir Gedanken, aber es kommt eh immer anders, als man sich irgendwie vorstellt. Und also seit ich, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, das habe laufen lassen, sind eigentlich viel schönere Dinge passiert als in der Phase, wo ich irgendwie immer wollte und kann man hier noch ein Casting machen und kann man sich da noch bewerben und so. Also ich habe gestern, ich mache ja immer so nachmittags meistens Sport, da schaue ich immer wie in Bayern. Und da wäre irgendwie ein toller Kollege für Maria, wurde da gestern vorgestellt, und zwar Flintstone. Ein Hund. Ach, der Hund heißt Marla, deswegen, ich war jetzt... Marla. Nicht Maria, Entschuldigung. Ja. Schlecht vorbereitet. Also Marla. Oder schlechte Handschrift. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich hab Marla heißt Marla. Marla heißt genau, ja. Nee, aber der Hund, der ist praktisch begehrt bei der Kriminalpolizei, Mordkommission, weil der kann menschliche Knochen, kann der... riechen. Und ein süßer Hund, also so ein Schäferhund, also so ein bisschen irischer, größerer. Und dann hat der Moderator hat dann eben immer über ihn geredet, hat der so wie wenn er sagt, okay, weiß ich alles. Also, wie wichtig ist denn Maler in Ihrem Leben auch? Ja, sehr wichtig. Eine süße, also Labradorhündin. Genau, eine Labradorhündin. Schwarze? Ja, so dunkelbraun, schokobraun. Ja, genau. Und wird jetzt im Februar 13, also ist schon sehr, sehr lang an meiner Seite und bei uns in der Familie. Und ich hatte tatsächlich früher panische Angst vor Hunden. Also ich habe, selbst wenn nur ein Dackel kam, die Straßenseite gewechselt. Und meine Ex-Freundin kam dann irgendwann mit dem Thema, ja, sie hätte gerne einen Hund. Und ich habe dann gesagt, also du weißt schon, mit wem du zusammen bist. Ja, aber vielleicht irgendwie. Und dann war ein Freund bei uns zu Gast, der hatte einen ganz, 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 ganz braven Labrador. Das war so der einzige, den ich irgendwie akzeptiert habe. Und dann hat sie gesagt, ja, wir können ja vielleicht mal irgendwie Labrador uns angucken. Und das reifte dann so ein halbes Jahr in meinem Kopf und irgendwann sind wir dann mal zu so einer Zucht gefahren und da waren dann irgendwie so 6 Wochen alte Labrador-Babys, vor denen nicht mal ich Angst hatte. Und also ich habe dann tatsächlich gesagt, okay, wir probieren es halt irgendwie aus. Und mit Marla, deswegen ist sie tatsächlich auch so wichtig, wurde aus dieser Angst vor Hunden eine wirkliche Hundeliebe. Also es ist jetzt auch, ich habe auch mittlerweile vor gar keinem Hund mehr Angst. Also klar, wenn jetzt irgendein wild gewordener Kampfhund auf mich zurennt, dann schon, aber ich sage jetzt mal so im Alltag. Und insofern hat die eine ganz wichtige
wichtige Rolle und ist auch Familienmitglied bei uns. Wir haben zwei Hunde, meine jetzige Lebenspartnerin hat auch einen mitgebracht. Also wir sind so eine zwei Hunde, ein Kind. Und die verstehen sich auch? Ja, die andere heißt Schnuppe, ist auch schon ein bisschen älter. Die haben so eine friedliche Koexistenz. Mal legt sich die eine aufs Fell von der anderen und wechselseitig. Aber die leben da friedlich miteinander und genießen ihr Rentner-Dasein bei uns. Ja. Sie lieben, wenn Sie im Urlaub sind, glaube ich, können Sie total abschalten. Ja, nach so zwei, drei Tagen. Ja, und Sie lieben so eher die südlichen Regionen, also Italien, ja, Spanien, ja, Portugal und dann natürlich Kalifornien. Ja, Kalifornien war ich schon zweimal, wobei ich beim zweiten Mal sehr erschrocken bin über die Dürre da, weil man es mittlerweile, also ich war das erste Mal glaube ich, vor 10 Jahren und jetzt vor Wo waren Sie da in Kalifornien? Wir haben so eine Rundtour gemacht, tatsächlich von San Francisco bis runter nach San Diego und dann auch mal einen Abstecher. Also ich habe sehr lange eine Firma gehabt in San Jose. Also okay, ja, Kalifornien ist ja schon, nur ganz kurz. Ja, Kalifornien ist ja schon irgendwie easygoing und ja, ich meine, generell ist natürlich Amerika in vielerlei Hinsicht ganz anders als jetzt Deutschland. Wobei, ich fliege ja nicht so gerne, insofern muss ich mich für so lange Flugreisen dann immer schon motivieren. So. Jetzt irgendwie... Tatsächlich im Moment, klar, natürlich auch pandemiebedingt, freuen wir uns, wenn wir irgendwie mal im Sommer nach Südtirol fahren oder an Gardasee, also auch so der Klassiker. Aber ich mag es schon gern wärmer als kälter. Also ich bin, liebe zwar die Berge, aber Skifahren und so habe ich irgendwann aufgehört leider. Lieber Herr Fahn, vielen Dank. Das war wirklich ein flottes Gespräch und so mal die Stimme jetzt mal zu sehen, die da mich in der Früh das weckt. Radiogesicht zu sehen. Ja, also vielen herzlichen Dank und danke weiterhin, nochmal, ja. Also wirklich machen Sie weiterhin so tolle Sendungen. Danke für und die wecken Sie weiterhin den Freistaat richtig auf. Ja? Liebe Zuschauer, das war's diesmal mit Markus Fahn. Ja, er ist die Stimme Bayerns und wir sehen uns wieder beim nächsten Lüschern-Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit und gesund bleiben.